Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 15. Februar 2021 mit einer spontanen Legung für dich und zwar mit meinen ungarischen Karten. Und natürlich bringe ich dir auch hier meine ungarische Mokka mit. Und natürlich werden wir auch natürlich in den Kaffeesatz schauen, wie es in der Liebe für dich aussieht. So, natürlich, bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, lade ich dich ganz herzlich ein. Schließe deine Augen und tauche erstmal in der Energie der Kristallschale ein. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Es wunderbar entspannen und bist du bereit für die Legung? Es ist draußen nass, es ist kalt, ich friere und ich mache mir jetzt schöne warme Gedanken. Konzentriere dich auf die Liebe. Was sollst du in der Liebe wissen? Was ist wichtig in der Liebe zu wissen? Was ist wichtig in der Liebe zu wissen? Also steht schon für die Zögerlichkeit und Unentschlossenheit. So, ich mache das so ein bisschen, dass es hier nicht blendet und dass du das auch sehen kannst. Ja, für Zögerlichkeiten, also da zögert eine hin und her oder so ein bisschen diese abwartende Stimmung. Ich sehe auch hier, dass man halt auch generell so ein bisschen sich ärgert. So intuitiv natürlich kommen immer wieder Gefühle hoch. Und es geht auch wirklich darum, dass man wirklich die Arbeit an sich selber macht. Also Richtung Kommunikation bewegt sich hier aber etwas. Also das ist das Thema, dass man eventuell daran arbeitet, ob man dich kontaktiert oder nicht. Also ich nehme das jetzt hier generell wahr, dass es hier auch ein spirituelles Thema ist, weil wenn man sich das traut, ja, dann hat man auch die spirituelle Aufgaben geschafft, also dein Seelenpartner. Ja, und es geht dann auch in der feste Verbindung, in der feste Partnerschaft. Auch natürlich volle Vertrauen. So, wir legen natürlich jetzt die Karten für dich aus. Wir legen jetzt die Karten für dich aus. Ich hoffe, das siehst du ganz gut. So, also das sind 8 Karten, 2, 4, 6. 7, 8. So. So, der Kaffee muss ein bisschen zur Seite schieben. Dann kann ich das so höher schieben, damit du das auch wirklich alles perfekt im Bild hast. Ja? Ich denke, gute Sicht hast du jetzt. Wunderbar. So, wie wird denn der heutige Tag? Wie wird denn der heutige Tag? Wir hatten ja gestern Valentin, ja, also auch davon abgesehen, dass es Karneval ist, aber jetzt dieses Jahr war um den Karneval oder um Fasching etwas ruhiger wie sonst. Ja, so gut, ne? Und es geht jetzt generell heute der Alltag wieder weiter. So, der Alltag, der Alltag. Mal gucken, also der Neumond ist vorbei, Portal ist vorbei. Mal gucken, was so diese Woche auch so ein bisschen bringt. Also betrachte das auch so ein bisschen für die Woche mit, so ein bisschen. Da bist du. Du schaust aus dem Bild heraus. Also das heißt, du lässt dir einiges also offen. Das würde ich jetzt so sagen, du lässt einiges offen. Das heißt, nicht, dass du verschlossen bist, sondern du sagst ja, wir schauen mal. Ja, also du bist da offen, aber guck schon mal, da ist er. Da ist dein Herzritter, der Herzkönig ist da. Also in deinem Unterbewusstsein, auf deine unbewusste Ebene. Und was ich hier jetzt noch so generell wahrnehme, also ihr habt auch irgendwie schon eine spirituelle Verbindung auch und
Ja, bei ihm spielt auch eventuell die Öffentlichkeit auch eine Rolle. Oder du denkst, bei ihm könnte die Öffentlichkeit eine Rolle spielen. Deswegen ist er dann halt alles stagniert hier so ein bisschen. Und deswegen wäre er so reserviert oder zurückhaltend. Und auch deswegen wäre denn so weit von dir entfernt. Und ja. Also du ärgerst dich auch unbewusst darüber, denn deine Intuition, deine weibliche Intuition sagt das im Grunde das Gegenteil oder die das Gegenteil, korrigiert mich bitte. Also es geht wirklich darum, hier ist noch eine Stagnation, eine Ärger, Traurigkeit, Tränen, ja? Reserviertheit, zurückgezogen sein, also im Grunde ist das ein Mensch, wo du auch vertrauen kannst, aber der zieht sich irgendwie zurück. Entweder spielt hier die Öffentlichkeit eine Rolle oder dass er also auch weiter entfernt wohnt. Und unbewusst ärgerst du dich, weil deine Intuition sagt da völlig was anderes. Er schaut dich an. Er schaut dich richtig an, also vielleicht stehst du auch in gewisser Art und Weise in der Öffentlichkeit oder du stehst bei ihm in der Öffentlichkeit, du stehst bei ihm in der Mittelpunkt. Also das muss jetzt mal die Deutung so ein bisschen auf dich anpassen, sage ich in gewisser Art und Weise, denn das ist eine allgemeine Legung, wie du das auch wirklich hier annehmen kannst, ne? Aber ich sehe hier bei dir, dass du schon wirklich eine Bewusstwerdung durchgegangen bist durch diesen Prozess. Du bist auch in deine eigene Reife gegangen. Du hast dich entwickelt, du bist in deine Reife gegangen. Und was ich jetzt hier noch generell bei dir sehe, dass du diese Nähe und Verbundenheit zu ihm trotzdem hast und dass da auch mit deinem Selbstwert schon, entweder hast du daran schon ordentlich gearbeitet oder bist du noch dabei, denn du kommst also immer mehr zunehmend in deine Stabilität und also wenn du nach vorne gehst, dann wird sich das auch mit deinem Seelenpartner auch so entwickeln. Also was ich jetzt hier generell sehe, so ein bisschen hast du aber auch die Verantwortung abgegeben. Das würde ich jetzt so sagen, du hast die Verantwortung abgegeben, dass du sagst, ich bin jetzt nicht der Mann oder, ne, also ich übernehme da jetzt keinerlei Verantwortung. Also auf jeden Fall geht es wirklich darum, in diese Seelenpartnerschaft, dass du in deine weibliche Rolle gegangen bist. Und dass du hier auch den Neuanfang dir wünschst natürlich, aber das sollen noch einige Gefühle wirklich noch in der Tiefe gehen, in der Heilung gehen, etc. So, wir schauen jetzt mal so seine Kopfebene da. Da ist dieses Unentschlossenheit. Seht ihr? Zeige ich euch, ja. Da küsst die Frau den Mann und der Mann hält die Frau so ein bisschen oder das Kind so ein bisschen ab. Seht ihr? So ein bisschen Zurückweisung. Ich will jetzt nicht direkt sagen Zurückweisung, aber so ein bisschen Distanz. Ja, also das zögerlich. Er ist also wirklich zögerlich, wie du das auch wirklich auf dem Foto auch wirklich siehst. Ist auch bildlich da dargestellt. Ja, der ist so zögerlich. Also die Umstände passen vielleicht nicht. Der wägt das Ganze ab und ja, vielleicht arbeitet er auch noch so ein bisschen daran und es geht auch wirklich um, ja, um die Spiritualität auch ein Stück weit, ja, dass er wirklich in diese feste, vertrauensvolle Partnerschaft kommen kann mit dir. Also, in erster Linie muss er seinen Urvertrauen erlangen. Wann haben wir das meiste Urvertrauen in uns, im Mutterleib, ne? Da, weil da bist du wirklich so auch angebunden an der Mama, ne, im Mutterleib und man fühlt sich auch getragen und oft durch traumatische Ereignisse, ne, oft über traumatische Ereignisse fällt man da raus, ne, also dass man da enttäuscht wird oder wie auch immer, ja. Es geht auch ein Stück weit wirklich darum, dass
er diese Urvertrauen wieder zu sich selber zurückerlangen kann und dass er das auch erfolgreich hier behalten kann. Aber ich sehe hier auch das schöne, gute alte Karma auch. Also es kann sein, dass er diesen Urvertrauen in Verbindung mit dir auch karmisch verloren hat. Das heißt, wir haben ja alles so in unseren energetischen Feld alles, alle Informationen abgespeichert. Ja, wir können uns ja auch medial in das vergangene Leben hinbewegen, in das andere Leben. In verschiedenen Ebenen können wir uns bewegen. Natürlich ist das eine der Methodik, ist das ja mit der Akasha-Chronik. Aber du kannst auch in medialen Beratung, können wir auch gucken, was jetzt auch wirklich die Botschaften für dich sind. Denn ich habe hier die Info, dass er eventuell aus dem Vorleben karmisch sich daran erinnert, ne, sich daran erinnert und ja, dass er das aufarbeiten muss, dieses Urvertrauen wiederherstellen sollte. Dann kommt auch hier eine freudige Überraschung, denn momentan ist das noch, ja, so ein bisschen, kränkelt das noch so ein bisschen, würde ich jetzt so sagen, dass es also noch nicht da ist. Also ist irgendwas abgespeichert in seinen Erinnerungen, in seinem Unterbewusstsein, auf der Seelenebene, auf der Zellebene, und jetzt durch eine bestimmte Situation wurde dieses Gefühl getriggert bei ihm durch ein Wort, durch eine Gestik, durch irgendwie eine ähnliche Situation, und sein Unterbewusstsein erinnert sich daran. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie es mit euch weitergeht. Also ich sehe hier schon mit euch weiter, ich sehe das schon mit euch, dass hier auch zur Kommunikation kommen wird. Jetzt in diesen kommenden Tagen vielleicht. Also die Karten kann man so generell nicht nur für 24 Stunden oder so. Das zieht sich dann so ein bisschen rüber. Es geht auch um häusliche Situationen. Also ihr werdet auch über eure häusliche oder momentane Situation sprechen. Wie stellst du das vor? Zum Beispiel, wenn ihr weiter weg wohnt voneinander. Also, auf jeden Fall sehe ich hier, dass es hier die große Liebe ist. Also nicht, also dass es für beide auch die große Liebe ist und diese starke Anziehungskraft. So sehe ich das. Und es gibt euch beiden also sehr viel Kraft und es wird auch also bestehen bleiben. Also das wirst du auch jetzt so nicht verlieren. Aber auch wenn ihr sprechen werdet, also wird anschließend immer wieder ein Rückzug folgen, denn diese Emotionen, die hochkommen, die wollen wirklich nochmal angeschaut und bearbeitet werden. Es kommen wieder Verlustängste hoch. Umso näher man sich kommt, umso intensiver die Verbindung und umso mehr wird man auch konfrontiert damit, was, wenn ich diese Person oder diese Seele wieder verliere. Und ja, das muss man dann auch Stück für Stück mit sich selber verarbeiten. Bei dir sehe ich, dass es hier definitiv deine große Liebe ist und daran arbeitest du jetzt auch, und die nähernde Verbundenheit ist sehr stark, also das fühlst du bei ihm, also auch die Nähe und Verbundenheit, das teilt ihr beide, die Telepathie teilt ihr beide, er muss in sein Urvertrauen zurückkommen, dann bekommt er so mehr Kraft, Begeisterung, Stärke, so sehe ich das. Also auf jeden Fall geht es hier ein Stück weit auch hier, dass er stabil ist. Dass er stabil ist, dann also wird er auch wirklich an sich selber arbeiten und kann auch mit dir dann sprechen und auch kommunizieren darüber, wenn er stabil ist. Also die eigene Stabilität spielt hier eine Rolle. So, um ihn herum sehen wir auch, also dass er so, also spirituell auch an seine Stabilität arbeitet. Kann auch sein, dass er sich schon in diese Richtung geöffnet hat, denn ich sehe hier viele Tränen und Traurigkeit. Vielleicht hat er das auch schon gelöst
Und ich sehe hier die Stabilität und auch sein Selbstwert und Nähe, Verbundenheit, dass er auch wirklich an sich arbeitet und wie gesagt, dass es halt die spirituelle Natur ist. Bei dir, du bist unentschlossen, arbeitest aber auch an dir, du bist aber schon reifer geworden, zögerlich. Also ich will nicht sagen, du bist unentschlossen, aber du bist zögerlich. Und auch wenn du diese Nähe und Traurigkeit spürst und dann sagst du, lass mal Taten nach den Worten folgen. So nehme ich das jetzt hier generell wahr, dass du sagst, lobe den Tag erst am Ende, ne? Wenn die Sonne untergeht, so ungefähr nehme ich das jetzt hier generell bei dir wahr. Und natürlich will ich euch ja auch die Mokka-Legung auch nochmal mit euch hier gemeinsam zelebrieren. Aber bevor die das machen, zähle ich hier die Karten aus. So, jetzt haben wir die ausgezählt. Jetzt schauen wir mal, was ist übrig geblieben. Also du bekommst hier 3 Karten. So, 2 bekommt hier der Herzensmensch. So, So, lass mal gucken hier diese tiefe Gefühle. Gucken wir noch mal. So, wir gucken hier auf dieses große Liebe und die Anziehungskraft. Ja, also es war jetzt nicht viel anderes hier nochmal zu gucken. Also es geht hier erstmal bei ihm um die Seelenpartnerschaft und in erster Linie auch um Tränen und Traurigkeit. Also du hast bei ihm auch viel getriggert, auch wenn du das nicht so glaubst. Also der hat schon manche Nächte hier geschlafen und durchgemacht, diesen Seelenprozess. Das ist doch Wahnsinn, ne? Oh Mann. So, also bei dir geht es darum, dass du auch nochmal deine Verlustängste anschaust und auch mal so ein bisschen über dich selber ein Stück weit auch hinauswächst, dass du wirklich an dir selber auch arbeitest, ja, und auch darüber auch sprichst oder kommunizierst, also dass du selbstbewusst bestimmte Dinge aussprichst und deine Verlustängste oder deine Kontrolle auch ein Stück weit loslässt. Die Gefühle kommen auch wieder in der Stabilität, also dieses Auf und Ab hört allmählich jetzt bei euch auf und du wirst in deinem Inneren die Stabilität auch fühlen. Was ich jetzt hier generell sehe bei dieser Anziehungskraft, dass also wirklich das ihr daran noch wirklich arbeiten sollt, also an diese Anziehungskraft, wenn du das spürst oder so, dass du auch natürlich dich öffnest und nicht in der Traurigkeit gehst, sondern dass du sagst, ja, ich freue mich, dass ich ihn spüre, also das gilt für euch beide. Also die große Liebe, intuitiv wisst ihr das beide, dass es hier eine sehr große Liebe zwischen euch ist, finde ich großartig. Welche Karte sollen wir dann noch nehmen als Klärungskarten? Wisst ihr was? Karten der Erkenntnis nehme ich jetzt von dem Chuck Spezzano. Karten der Erkenntnis. Ja, genau. Wir fragen nochmal, was sollst du hier erkennen und was soll dein Gegenüber erkennen? Und natürlich weiß ich, ihr habt so ein bisschen gestern vielleicht auch heimlich
so ein bisschen gefeiert, Karneval gefeiert oder Fasching gefeiert. So, aber heute ist die Woche wieder ganz normal. Hoffe ich doch. Normal haben wir ja Rosenmontag. Und jetzt seid ihr wieder alle da und schaut jetzt alle hier mein Orakel. Sehr schön, ich freue mich sehr darüber. Und also wenn du deine Kommentare noch da schreibst, ob es dir gefallen hat, ob du dann mit dem Resonanz gegangen bist und, da freue ich mich umso mehr. Also ich werde mich auch darum kümmern, natürlich, dass ihr auch wieder ein aktuelles Wochenangebot bekommt. Das ist deine Seite. Und ich werde mal jetzt mal endlich schauen heute, dass ich die Schürze von Mit Leib und Seele Rekha Spirit in meinen Shop einsetze, damit ihr das auch kaufen könnt. Ne? Also ich habe jetzt die Schürze, die ist sehr schön. Die hatte ich schon im vorherigen Video schon angehabt. So qualitativ sehr hochwertig, lässt sich sehr gut waschen und bügeln. Habe schon gewaschen und auch gebügelt. Und das ist gestickt. Wenn dich das interessiert, schau einfach vorbei. Mit Leib und Seele. Denn wir sind mit Leib und Seele hier. Nicht nur mit Seele und Seelenpartner, sondern Körper ist auch wichtig. Ja? Und ihr wisst ja, Liebe geht durch den Magen. So. Schau mal, was euch verbindet hier, das Loslassen. Also ihr beide sollt es loslassen lernen. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass ihr das beide erkennt. Und schau mal hier. Also für ihn ist das sowieso eine schamanische Prüfung, ob er sich traut oder nicht. Vielleicht kommst du auch wirklich aus einem anderen, ich will jetzt nicht sagen... Religion vielleicht auch, aber du bist anders, ja, und er soll ja wirklich, der soll sich jetzt wirklich dafür öffnen und also diese schamanische Prüfung für sich selber bestehen, also der Heiligkeit zeigt sich hier nochmal, also in eure Verbindung, dass er das anerkennt, ja, dass ihr nicht umsonst begegnet seid, schon mal hier, also die Heiligkeit in eure Verbindung. Und er soll, also auf jeden Fall, umso schneller er Frieden schließt mit dem Ganzen, ja, umso mehr bekommt er sein Vertrauen zurück. Also der hat ja sowieso so ein bisschen Urvertrauen-Themen, so nehme ich das hier. Weil er noch zu sehr in Werturteile ist, also das hat er so, ich denke schon so auch ein bisschen mitgebracht oder angezogen bekommen. Also diese Werturteile, das hat er auch sich gegenüber selber. Und dann auch dir gegenüber, ja. Und es geht, er hat zu hohe Erwartungen. Vielleicht ist das jemand auch, der sehr ehrgeizig ist, ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und das gilt es wirklich hier für ihn zu erkennen. Ne? Und für dich gilt es wirklich, dass du lernst, dass du erstmal für dich selber vergibst, aber auch für ihn vergibst, ja. Weil, ja, die Vergebung ist das... Die erste, vielleicht hat er auch wirklich so gehandelt, ohne böse Absicht, wie er gehandelt hat. Und er spielt, also du sollst ja auch hier keine Rollen spielen, sondern sollst du also auch mehr authentisch sein. Und du sollst dich auf keinen Fall aufopfern in den Beziehungen, auch hier nicht. Also du sollst dich auf keinen Fall aufopfern, konzentriere dich mehr auf dein Erfolg, also was heißt dein Erfolg, ob das jetzt nun beruflich ist oder ob du irgendwie neue Projekte hast oder abnehmen willst oder was du willst an deine Persönlichkeitsentwicklung, ist ja egal, was du willst. Also, dass du dich an deinen Erfolg halt orientierst und ja, dich auch führen lässt oder für dein Leben die Führung übernimmst. Ja, was kommt denn nochmal hier? Also, wie könnte ich das jetzt in Verbindung bringen? Die Sexualität kommt natürlich, ist das jetzt in diese Verbindung, würde ich das so sagen, sollst vergeben. Natürlich sollst du deine Rollen ablegen, du sollst dich nicht aufopfern. Also folge, sei erfolgreich, folge der Führung auch durch deine Sexualität, durch die Anziehungskraft, was dir dein Herz, dein Körper, deine Seele sagt, ja, dass du dich davon leiten lässt, führen lässt
Und so kannst du dann dein gebrochenes Herz wieder heilen, ja? So, und jetzt schauen wir natürlich die Mokka, So, wann meldet es sich? Eins. Ja, guck mal. Nee, kommt nichts mehr. So, jetzt kannst du gucken, es kommt nichts mehr. Jetzt sag nicht, dass ich das gleiche sage wie letztens. Ja, weil letztens war genauso. Das war nämlich eine Woche. Ein Kreis, eine Woche. Ist aber auch noch. Das ist noch so ein bisschen am Weinen hier alles. Ne? Also siehst, das kommt so schubweise. Also ich würde jetzt sagen, natürlich wirst du innerhalb einer Woche was von ihm hören, aber so schubweise, wie du siehst. So, guck mal. Also nicht wirklich, kommt nicht zu dem beständigen Kontakt, aber kommen dann halt Nachrichten hier und da, also mit ein bisschen Unterbrechung, Rückzug, also wie du siehst. Aha. So, jetzt fange ich an mit der Deutung. Was sehen wir hier? Also, ich sehe hier, definitiv sehe ich hier eine große, so eine Art Kelch sehe ich da. Wie so ein Gefäß, wie so ein Kelch oder so eine Schüssel. Und da ist also so viele Sachen da drin. Unter anderem sehe ich da ein Herz, aber ich sehe auch hier eine Leiter, dass jemand versucht, aus diesem Gefäß rauszukommen. Ich würde wirklich sagen, vielleicht aus seiner eigenen Begrenzung versucht dein Herzensmensch hier wirklich rauszukommen. Neben diesem Gefäß sehe ich hier wirklich eine Frauensilhouette, und das wirklich eine Frauensilhouette, und zwar so richtig so ein Frauenkörper, also sehr betont, ja, dass vielleicht auch seine Intuition ihm führen lässt, ja, dass er hier aus seiner eigenen Begrenzung rauskommen kann. Hier, wenn ich das betrachte, sehe ich hier einen Todeskopf, Todeskopf, oder wie nennt sich das nochmal, wie so, wenn du an Reinigungsmittel dieses Giftzeichen siehst, also hier mit so einem Kreuz. Also das heißt, er muss wirklich was loslassen, er muss wirklich was transformieren. Und wenn ich das hier drehe, da ist eine absolute Spirale nach oben mit also sowas, also ganz nach oben führt. Also das könnte jetzt bedeuten, dass er sich wirklich nach oben entwickelt. Das kann aber auch eine Schlange symbolisieren, was diese Schlange sich also um sich selber dreht und wickelt und nach oben geht, dass auch diese Verstrickungen in der Heilung gehen werden generell. Und dass sich das auch zum Positiven entwickeln wird, wenden wird. Wiederum sehe ich hier einen Kamel. Wenn du jetzt sagst, oh, was bedeutet denn Kamel? Kamel ist für mich ein Tier, der sehr robust ist, der sehr hohen Durchhaltevermögen hat, also sehr starkes Durchhaltevermögen, das auch lange Zeit auch wirklich ohne Wasser auskommt, diese starke Hitze erträgt. Also das sagt, also das wird jetzt dein Ausdauer, Durchhaltevermögen gebraucht jetzt, denn es kommt hier jetzt gerade eine Schere. Also es kommt zu einem Schnitt jetzt in deinem Leben, so lange sollst du das durchhalten, bis das in der nächste Stufe geht. Ich sehe hier einen Engel, der so beide Flügel wirklich so ausgestreckt hat. Ich wünschte mir so einen riesigen Engel, das wünsche ich mir schon seit eh und je, also vor dem Eingang hinzustellen, so wirklich schon einen großen Engel. Und ich habe aber noch so nicht wirklich welche entdeckt, was jetzt hier passen würde. Und das heißt also, du hast hier wirklich von den Engeln oder von dem geistigen Welt, hast du hier einen ganz besonderen Schutz.
Ich sehe auch hier, dass hier noch ein Tannenbaum da ist, also was jetzt so ganz weit, wirklich nach oben bis zu der Spitze wächst und sich erstreckt. Also das finde ich großartig. Also das Potenzial hat nach oben. Und jetzt sehe ich wirklich hier zweimal. Einmal sehe ich eine Y, ein großes Y, das könnte aber auch wirklich symbolisch stehen, dass man also hier links oder rechts also die Möglichkeit hat, dass sich das also spaltet oder dass man da auch vor einer Entscheidung auch steht oder dass man sich auch entscheiden soll. Dann sehe ich hier jetzt generell nochmal eine V, das symbolisiert so ähnlich wirklich wie der Y, dass man auch entscheiden sollte. Und hier kommt nochmal, wenn ich das umdrehe, nochmal dieses große V. Also, es steht eine Entscheidung an, wird auch diese Entscheidung kommen. Also, auf jeden Fall ist hier ein weißes Herz. Also, es wendet sich etwas plötzlich, also in diese Verbindung. Wir fragen jetzt, liebt er dich denn überhaupt? Ja. Ich sehe hier wirklich einen Adler. In erster Linie der Adler symbolisiert für mich die Freiheit, die Weisheit. Also das heißt, das ist so eine freie Liebe. Das ist so eine Liebe, vielleicht auch so ein bisschen, würde ich sagen, bis jetzt so platonische Natur. Also das ist eine Liebe, was also sehr viel Freiheit auch braucht, dass man den anderen auch gar nicht so begrenzt. Ne? So, wir fragen mal, was kannst du tun? Jetzt in diese Verbindung. Also, was ich hier generell sehe, ein weißes Herz ist direkt hier gekommen. Also, du sollst mit deinem reinen Herzen ihm nach wie vor lieben und ich sehe hier jetzt einen schwarzen Raben. Der Rabe steht auch wirklich für die innere Weisheit, auch ein weiser Vogel halt, auch als Krafttier, wenn du die Rabe betrachtest, also diese Energie auch natürlich für dich mitnehmen und dann nehme ich noch mal hier eine 3 wahr. Also ich deute jetzt mal einfach so, 1 steht für ich, 2 steht für du und 3 steht für wir. Also eine Wir, dass du also mit deinem reinen Herzen ihm liebst und also an ein Wir glaubst und dass du das von deiner tiefen inneren Weisheit auch dir bestätigen lässt. So, wird er sich denn melden? Bei dir. Ich sehe hier jetzt, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, also ich deute das jetzt hier wie, weil das so einfach so ähnlich aussieht wie eine Igel. Ich sehe zwar jetzt hier seine Nadel nicht, aber so das Gesicht und der Körper und das sagt auch wirklich, er fühlt sich also sehr ausgeliefert und die Stacheln, was er so nach außen zeigt oder diese Hülle, was er nach außen zeigt, ist so sein persönlicher Schutz. Wird er sich denn melden? Nachts wird er sich immer melden. Wenn er sich meldet, nachts, weil auch Igel sind nachts eher die aktiveren und wandern auch durch die Gegend und also alles, was du mit einer Igel verbindest, ja, kannst auch hier mit diesen Nachrichten auch bei deinem Seelenpartner natürlich auch verbinden. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und über ein Abo und ein Kommentar sowieso, über das Teilen meines Videos umso mehr. Und wenn du einen persönlichen Termin bei mir möchtest, also die Kontaktadresse oder den Kontakt findest du in der Infobox. Ich sende dir jetzt ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.